Lieber Gordon, wir freuen uns sehr, dass wir auf unserer Lobster on the Road Tour hier in eurem schönen Haus sein dürfen. Du bist jetzt 4,5 Jahre hier und bist sehr engagiert. Wir merken, es brodelt überall, es hat eine super Energie, die Gäste kommen langsam zurück. Und ja, wie ging es dir und wie geht es dir jetzt? Wie ist das Gefühl für dich, jetzt wieder Gäste begrüßen zu dürfen? Also die Sorgenfalten bei dem einen oder anderen sind weniger geworden. Alle sind optimistisch und es ist eine gute Laune da. Aber es ist ein bisschen Schlag. Es ist ein bisschen schnell gegangen jetzt. Das, ne? Ist es. Also wie gesagt, wir haben heute 61 belegte Zimmer. Nächste Woche haben wir schon 100 Gäste, nächste Woche Freitag. Boah. Ja, tatsächlich. Das ist also unglaublich. Das hätte ich beim besten Forecasting, hätte ich das mir nicht träumen lassen. Mhm. Dass unsere Gastronomie mit unserer Dachterrasse, mit unserem Restaurant, mit Innenhof, dass das schnell zurückkommt, das war vorauszusehen. Das war ähnlich letztes Jahr. Aber dass auch der Zuspruch im Rooms-Bereich so gut ist. Das ist noch nicht konstant genug natürlich, aber dass die Ausschläge schon so sind, das lässt hoffen und das ist wirklich schön zu sehen. Super. Ja, Roquefort ist ja auch bekannt, immer wieder die Produkte weiterzuentwickeln und ihr habt einiges vor hier. Was können wir so erwarten in den nächsten Monaten von eurem Haus? Mhm. Ja, also wir haben tatsächlich diese ruhigen Monate genutzt, die Säbel ein bisschen zu wetzen und zu gucken, was funktioniert schon, was funktioniert nicht, wo müssen wir nach 15 Jahren mal wieder rein und das Produkt kritisch auf den Prüfstand stellen. Und Gastronomie ist ein Thema, das war schon immer gut hier im Hotel de Rome, aber wir haben gesagt, da können wir noch besser. Und wir haben gesehen an dem großen Zuspruch, den wir bei unseren Lifestyling-Produkten wie der Dachterrasse haben, dass wir vielleicht auch bei den anderen Bereichen ein bisschen nachjustieren. Wir sind jetzt schon seit einigen Monaten in einer Kooperation mit Steffen Hensler, innerhalb unseres Hauses, unser Haus nutzt, um sein Sushi-to-go-Konzept in Berlin zu launchen. Und wir haben gesagt, wir möchten also auch diese Terrasse nutzen, aber ein separates Positioning vorzunehmen zu unserer Hauptterrasse. Und wir werden ab dem 24. Juni diese Dachterrasse zusätzlich öffnen mit dem Sushi von Steffen Hensler. Und ich denke, das wird nochmal eine sehr, sehr feine, schöne Geschichte, gerade über die Sommermonate. Großartig. Also wir waren auch gestern auf der Rooftop-Terrasse auch essen. Das ist phänomenal. Es hat eine super Energie. Ja. Und dürfen unsere Gäste da, wo dann Steffen Hensler sein wird, auch heute empfangen bei euch, ja, was großartig ist. Ganz und das passiert noch mit der Spa, glaube ich, tut sich einiges. Wir haben uns hier mit dem Verpächter der Immobilie zusammengetan, um den Pool komplett neu zu machen. Er kriegt ein neues Design in Anlehnung an unseren historischen Ballsaal. Mehr möchte ich dazu aber nicht verraten. Wow, das wird sehr, 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 sehr schön. Und dann habe ich tatsächlich zum Anfang des neuen Jahres starte ich mit einem komplett renovierten neuen Spa praktisch auf den Markt. Und da freue ich mich sehr drauf. Toll. Ja, das ist auch ein Thema, auch für die Gäste, die in die Städtehotels kommen. Und ich meine, es gibt nicht viele Hotels, die in so einem Pool haben, also in der Stadt wie richtig, hier. Ganz genau. Wir befinden uns ja auch in Berlin-Mitte hier, also wirklich sehr, sehr zentral im historischen Teil. Ja. Und dann der Spa dazu und noch der Boutique-Hotel-Style. Also das Hotel de Rome ist nicht so besonders groß, was toll ist, was für die Gäste speziell ist, gerade jetzt in dieser Zeit. Ne? Ja, keine Frage. Mhm. Ja, ich finde, das Haus hat auch eine sehr schöne Mischung aus einem historischen Gebäude, aber ab 1. September starten wir auch mit einem neuen Restaurantkonzept. Hier geben wir auch eine Partnerschaft mit einem weiteren sehr, sehr bekannten Koch. Da möchte ich noch nicht zu viel drüber sprechen. Ab Juli wird das offiziell ganz grob kommuniziert. Ja, liebe Lobster-Community, ich freue mich sehr, auch Sie irgendwann im Hotel de Rome begrüßen zu dürfen, hier am historischen Bebelplatz, direkt nebenan der Berliner Staatsoper, in Laufweite vom Brandenburger Tor und der Museumsinsel. Es ist wirklich ein ganz besonderes Plätzchen und ich würde mich freuen, wenn Sie uns mal besuchen würden. Ja, wir fahren jetzt von diesem wunderschönen Ort hier in Berlin vom Hotel de Rome weiter nach München und wir sehen uns dann in München. Bis dann, tschüss!